Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Solaris Climb the Ladder. Wir sind heute im Standardformat unterwegs und wir spielen zur Abwechslung mal Rakdos. Naja gut, das ist wohl das Midrange-Deck der Wahl, zumindest in den letzten Iterationen des Standard gewesen. Aber wir machen das mit einem kleinen Twist. Das Deck heißt nicht umsonst Ob Combo, denn wir spielen ein Combo-Deck mit Obnixilis, dem Captive Kingpin. Schöne Karte, 4 Mana, 4-3 Flying Trample aus March of the Machine, The Aftermath. Und jetzt kommt der relevante Part. Whenever one or more opponents each lose exactly one life, put a +1/+1 counter on Obnixilis, Captive Kingpin, exile the top card of a library until your next turn, beziehungsweise until your next end step, you may play that card. Relevant ist das gar nicht, dass wir sozusagen ganz, ganz viele Karten ziehen können mit ihm. Relevant ist, dass wenn ein Gegner exakt ein Leben verliert, dann legen wir eine +1/+1 Marke drauf, weil das kombot extrem gut mit All Will Be One. 5 Mana Enchantment, das sagt, whenever you put one or more counters on a permanent or player, All Will Be One deals that much damage to target opponent, creature and opponent controls or planeswalker and opponent controls. Naja, wenn unser Gegner exakt ein Leben verliert, dann legen wir eine +1/+1 Marke auf Obnixilis und dann legen wir eine Marke auf dem Permanent und dann schießen wir mit All Will Be One exakt einen Schaden und dann hat unser Gegner wieder ein Leben verloren, womit wir auf Obnixilis eine Marke legen und können so Infinite gehen. Dank Besieged the Mirror haben wir jetzt tatsächlich auch die Möglichkeit, unseren Obnixilis zumindest rauszusuchen. Beziehungsweise wir können uns theoretisch auch All We Run raussuchen, wir können nur Obnixilis direkt ins Play cheaten, wenn wir Besieged the Mirror bargainen. Ansonsten All We Run müssen wir halt leider immer noch hardcasten. Wie kriegen wir das jetzt aber hin, dass wir exakt einen Schadenspunkt machen? Dafür bietet sich halt diese Rakdos-Shell, beziehungsweise schon fast, ich sag mal, Sacrifice-Shell sehr, sehr gut an. Wir haben Voldaren Epicure. Ein Mana 1-1, wenn er das Battlefield betritt, macht er exakt einen Schaden an den Gegner. Wir haben Unikult Anvil. Wir können ein Artefakt opfern und schießen ein oder machen dem Gegner einen Schadenspunkt. Wir haben Graveyard Trespass. Wenn wir eine Kreatur aus dem Graveyard exilen, verliert der Gegner exakt einen Lebenspunkt. Also es gibt diverse Möglichkeiten, wie man exakt dafür sorgen kann, dass der Gegner einen Schadenspunkt bekommt. Nicht zuletzt vielleicht auch mal mit einem Voldaren Epicure angreifen oder mit einem Charming Scoundrel angreifen oder so. Gut, ansonsten sind die Karten relativ bekannt, würde ich sagen. Also Cutdown als prominenter Removal-Spell gepaart mit Go for the Throat sollte sicherlich niemanden überraschen. Genauso wenig wie Bloodtithe Harvester, der einfach die eierlegende Wollmilchsau wie jede Rakdos-Shell in letzter Zeit ist und zusätzlich eben auch noch den Blood-Token hat, den man opfern kann für Besieged the Mirror. Wir spielen auch noch Sheerdread the Apocalypse. Dadurch, dass wir aber viermal das Combo-Piece Obnixilis spielen, halten wir uns mit der Anzahl der 4 Drops ein bisschen zurück und spielen halt nicht so super viele. Als bisschen experimentelle Slots sind dann halt die Invasion of Asgore drin, die by the way auch einen Schaden zufügt. Beziehungsweise Charming Scoundrel, der aber auch nochmal irgendwie einen Treasure Token macht, der uns looten lässt, uns die Combo finden lässt und so weiter und so fort. Und mit der Wicked Roll sogar auch noch die Option, uns lässt tatsächlich mal genau einen Schadenspunkt zu machen. Deckliste ist, glaube ich, relativ solid. Ich weiß halt nicht so genau, wie das auf der Best of One Ladder hier performen wird. Ihr seht schon, wir haben kein Sideboard. Ich bin zurückgekehrt zum Best of One. Kann ich euch einfach ein paar Matches mehr damit zeigen. Ich hoffe, das Deck performt einigermaßen. Ich meine, so ein Combo-Deck kann zumindest ganz gut sein gegen 5 Color Domain. Muss es aber auch nicht unbedingt, wie ihr sicherlich in den letzten Videos schon gesehen habt. Trotzdem würde ich sagen, wenn ihr die Deckliste selber austesten wollt, dann schaut doch einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zur Deckliste. Und ich gehe mal auf die Ladder und gucke mal, ob wir die Gegner auskombon können. Runde 1. Hand sieht sehr, sehr, sehr solid aus. Wir haben einen Keeper, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Ja. Außer All Will Be One. Das fehlt noch. Aber wir haben schon ein Combo-Piece. Und wir spielen zur Abwechslung mal. Ladies and Gentlemen, News at 11. Wir spielen gegen Mono Rot. Okay, cool. Ja, ich werde trotzdem Bloodtithe Harvester legen. Wir haben immerhin einen guten Removal-Spell mit Go for the Throat. Und sollte ich das vierte Land hitten, habe ich Sheerdread. Sheerdread würde ich auch mal als extrem gut bezeichnen. Ich würde hier auch tatsächlich direkt blocken. Ich nehme jetzt keinen extra Schaden. Bis wann kann er die spielen? Until the end of your next turn. Kann er was spielen? Man ist, ja, okay. Das ist fein. Unikult Anvil. Ja, okay. Ja. Kumano. Ja, komm. Wir fangen direkt mal an mit dem Live-Gain, würde ich sagen. Zack, sind wir schon wieder auf 19 und haben Blocker. Wenn ich ein Land hitte, könnte ich ehrlich gesagt sogar auf Nixilis spielen. Aber vielleicht bin ich da eher ein Fan von Sheerdread. Wenn ich kein Land hitte, werde ich vielleicht Monastery Swift Spear umbringen müssen. Ich werde hier nicht blocken. Ich lasse die Artefakt-Chain offen. Da ist ein Land, das ist hervorragend. Dann werde ich, glaube ich, tatsächlich mal Sheerdread legen. Nicht angreifen. Und dann werde ich wieder für eins pingen.
Der Token an Vigilance, jede Runde ein Leben zu kriegen, ist ehrlich gesagt nicht so verkehrt. Bin mal gespannt, was die Lösung von dem Mono-Rot-Spieler hier gegen Shield Red ist. Könnte Lightning Strike plus Schuss sein, könnte aber auch vielleicht ein Übernahmeeffekt sein, könnte ein Rending Flame sein, könnte ein Witchstalker Frenzy sein, könnte ein 5-5 Godrich sein. Oh, gibt keine Attacks jetzt. Ah, da, oh, das ist aber gut für uns. Ja, das ist sehr stark. Go for the Tröd. Ja. Ich glaube, ich lasse mir einfach... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte auf nächste List spielen. Einfach mal eine Runde hier. Vielleicht finden wir ein Land. Ne, wir finden Onikult Anvil. Ja, das ist ein bisschen schade. Den kann ich nicht spielen. Aber ich glaube, auf nächste List einfach schon mal liegen zu haben, ist nicht verkehrt. Ich werde Godrick, glaube ich, nicht blocken. Oder werde ich Godrick blocken? Muss ich mal gucken. Ich meine, das ist schon ein riesiger Drache, aber ich habe halt Go for the Throat. Und eigentlich will ich das Combo... Ich will ja mit der Combo gewinnen. Okay, warte mal. Ich nehme jetzt 4. Ja. Warum schießt der... Warum hat er nicht das Artefakt abgeschossen? Wait, what? Okay, ich muss wahrscheinlich Godrick doch blocken. Das ist, glaube ich, einfach zu viel Schaden. Auf der anderen Seite habe ich eine Shield Red liegen. Und ob nächste ist, zieht mir halt jede Runde eine Karte. Ist gar nicht so leicht. Was machen wir denn, wenn er flippt? Ne, ich glaube, das geht nicht. Ja, okay, den Battle muss ich blocken, leider. Okay, ich muss den Attack auf den Battle blocken. Das geht nicht. Aber warum hat er nicht das Artefakt abgeschossen hier? Verstehe ich nicht. Disciples of the Inferno wirkt ein bisschen zu strong. Na, da ist das fünfte Land. Das bringt mir jetzt leider nicht so super viel. Naja, gut. Warte mal, das könnten wir ja eigentlich machen, ne? Besiege mit Bargain. Dann suchen wir einen neuen Obnixilis raus hier. Ja, okay. Wenn ich jetzt All Will Be One finde, haben wir schon gewonnen. ich lutsche den Gegner, den Mono-Rot-Spieler so ein bisschen aus gerade. Gefällt mir. Boah, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber es ist unfassbar windig. Es könnte gleich sein, dass mein Fenster einfach explodiert hier. Okay, aber erstmal, bevor mein Fenster explodiert, explodiert der Gegner. 1-0 für Obnixilis Combo. Nice. Runde 2. Auch die Hand ist sehr gut. Also Turn 1 Epicure, Turn 2 Unicult Anvil und schon mal die Drain Action starten. Es fehlen natürlich die Combo Pieces, aber eigentlich ist es ja auch nur ein gutes Rakdos Midrange Deck mit den besten Karten in jedem Slot und einem zusätzlichen Combo Finish. Gegner hat sich was einfallen lassen. Hat sich jetzt gesagt, nee, ich werde jetzt mal kreativ. Ich zock jetzt mal Mono Rot. So, da kannst du mal gucken, was du machen kannst. Okay. Ja, ich meine, meine Hand ist gut. Ich habe nächste Runde Go for the Throat und einen neuen Voldaren Epicure, also einen neuen Dude. Und das Schöne ist, die Schüsse von Mono Rot sind auch nicht so gut. Die Schüsse von Mono Rot gegen meine 1-1-Kreaturen sind mir... Ah, das ist ärgerlich. Okay, gut, dann werde ich wahrscheinlich... Ich will halt Turn 4 auf jeden Fall Shield Red legen. Dementsprechend glaube ich... lege ich hier das Tapped Land. Ich hätte Untapped Land legen können und Epicure und Go for the Throat offen haben können, aber das würde bedeuten, ich müsste ein Untapped Land hitten. Und da kann ich meine Library einfach nicht drauf setzen. Dementsprechend lieber so. Turn 4 Shield Red ist meist sowieso schon Game Over. Habt ihr ja gerade in Game 1 gesehen. Neuer Bloodthirsty Adversary. Okay, Gegner gibt mir jetzt 4 Damage, aber das... Commando Faces Carcassonne. Ja gut, das sind 5 Damage. Ich gehe auf 11. Ich lege aber eine Shield Red, die erstmal ein Roadblock ist. Ich muss das hier machen. Wenn der Gegner gleich Godrick hat, okay, nervig. Aber so ist das. So be it. Ja, seht ihr? Kein Basic. Oder kein Land. So, wir gehen auf 12. Haben Shield Red. Die Gegner legt jetzt eine neue Marke.
Cutdown ist ganz gut. Oh, warte, gibt's eine Antwort? Ich wollte gerade sagen, so. Und ehrlich gesagt sind wir auch gar nicht mehr so weit davon entfernt, den Gegner umzubringen. Ich habe hier einen Drain für 1, ich habe hier einen Drain für 1, der Gegner ist auf 8, ne? Der Gegner ist auf 6, wenn Shio dort eine Runde überlebt. Ja, keine Ahnung, Monorot halt. Wahrscheinlich sieht man auf der Best of One leider sehr viel Monorot, aber ey, ist ja trotzdem nicht schlecht. Es ist einfach ein gutes Deck, es ist ein günstiges Deck, die Leute können sich's leisten. Und wenn man dann selber ein Deck spielt, was gut dagegen ist, dann kann man sich ja eigentlich nur über die Monorot-Spieler freuen. Ja. Squee. Ah, das ist nicht schlecht, aber okay. Block und ich block, glaube ich. All will be one, nice. Picure. Mal hier so den Dude geopfert. Gegner geht auf 8. Ich glaube, dann bringe ich ihn gleich um. Ah, man kann halt eben auch. Man hat halt. To be fair, man hat gegen Monoroda auch nicht immer unbedingt die Zeit, die komplette Combo zu assemblen. All will be one auf der Hand zu haben, ist eine relativ tote Karte. Ja, aber der Gegner hat keine Solution für Sheer Dread. Das heißt, er bringt mich jetzt nicht um und stirbt einfach in der nächsten Runde. Und so ziehen wir dann von dann mit den Wins gegen Monorot. Ja, ich denke, das kann man keepen, oder? Also, Turn 2 Scoundrel. Vielleicht sogar ein Treasure. Also, wenn wir wieder gegen Monorot spielen. Oh, wir spielen nicht gegen Monorot. Wir spielen gegen Mono-White. Ist es worth it hier? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, ne? Treasure. Oh, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich könnte theoretisch nächste Runde Orb Nixilis legen und dann halt einfach mit den Epicures erstmal einfach den Value Orb Nixilis machen. Oh, das Convoke Deck. Oh, Snap. Geil. Dagegen werden wir es vielleicht schwer haben. Das kann ich jetzt so noch gar nicht einschätzen. Okay. Ich hoffe, ich bin nicht tot. Halo Hopper ist nicht schlecht. Also 0 Mana 3-2er. Oder ja, 0 Mana 3-2er, ja. War da ein Epicure? Ja, okay. Den habe ich auch in meiner Convoke-Liste. Halo Hopper, der nächste. Ja, okay. Dann gibt es Attacks für 4. Das ist okay. Vielleicht hätte ich den sogar blocken sollen. Okay, dann schauen wir mal, ob wir jetzt Länder hitten. Nein, da ist die Combo! Nein, aber ich habe keine Lendo! Oh Gott, da war sie doch! Oh mein Gott! Gib mir ein Land. Ach, come on! Frechheit. Hello! Hatte ich nicht drei Länder auf der Starthand? Haben die einfach sechsmal keins gezogen? Ja, gut. Gut gespielt, Kai. Ginger Brutus, okay. Alles greift an. Na gut, ich block hier, ich block hier, ich block hier und ich block hier. Und dann ist jetzt der plus zwei, neun Crescendo, ja, okay. Dann ist mein Board, sagen wir mal, leer. Sei es nicht so. Immer noch kein Land. Schüch. Graveyard Trespasser hat den Vorteil, dass selbst wenn jetzt ein Removal Spell gezogen wurde, kann er den nicht casten. Ja. Ich muss leider den dicken blocken, allerdings, ne? Ja, okay, das war vielleicht dann doch nicht so gut von mir. Tja, hätte man vielleicht vorher machen sollen. Vielleicht hätte man ja neuen Crescendo. Ah, Land. Land Numero 4 ist leider getappt. Ja. Cool. Zweimal Mono-Rot geschlagen, aber dann von Convoke weggenutzt werden. Obwohl wir die Combo hatten. Wir haben nur keine Länder gehabt. Damn it.
Ja, auch das kann man durchaus halten. Das ist keine schlechte Hand. Es ist halt immer noch weit weg von der Combo, aber es ist ja auch kein dezidiertes Combo-Deck. Ne? Das hatte ich ja jetzt auch schon gesagt. Es ist einfach ein gutes Midrange-Deck, das ein Combo-Finish hat. Wir können die Spiele auch einfach so gewinnen. Haben wir ja bisher auch. Außer gegen Convoke, da leider nicht. Ah, wieder Soul Jars. Wobei gerade war es auch nicht Soul Jars, ne? Bisschen painful, die Mana Base. Okay. Consider? Ne, nichts. Geile Sleeves auf jeden Fall. Oh, es ist Kontrolle. Gegen Kontrolle habe ich natürlich ein gutes Matchup. Not. Vor allen Dingen, wenn ich Turn 3 so ein krasses Play mache, wie zum Beispiel Go sagen und Ziatoras Proving Ground cyclen, ja. Da fühle ich mich schon sehr zu Hause, muss ich sagen. Blau-Weiß Control im Standard aktuell. Ja, muss man sich auch erstmal trauen. Würde ich mich nicht. So, Proving Ground cyclen wir zuerst, weil das mehr Mana kostet, also ist Mana effizienter und außerdem kann ich die Blood Tokens gegebenenfalls nochmal umwandeln. Oh, geil. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist Charming Scoundrel, falls er denn resolven sollte, eher so ein Looter. Ja, ich discard mal einfach ein Go for the Throat. Geil. Läuft bei uns. Na, was ist die Solution? Kill Blood Tithe Harvester, aber dann ist meine Clock doch scheiße. Na gut. Kann wohl leider nicht viel dagegen machen. Muss ich akzeptieren. Okay. Dann werden wir jetzt mal ein paar Länder wegcyclen. Ich hätte auch ein Land nehmen können, to be fair, aber Go for the Throat glaube ich es auch nicht. Slash das, okay. Klar. Auch nicht so das Beste. Nicht so der beste Spell gegen Control. Na gut, jetzt müssen wir hier leider damit anfangen. Tüp, tüp, tüp. Und. Solid. Solid. Immerhin. Aber der wird nicht resolven. Naja, ich werde es trotzdem versuchen. Da wird ein Make Disappear kommen. Oder man lässt es resolven und hat dann nächste Runde den Schwepper. Na gut, das kann natürlich sein. Ich hätte nur mit einer Kreatur angreifen sollen. Ha! Ich Idiot. Der eine Schaden. Das sind nicht zwei Instanzen von einem Schaden. Das sind dann halt zwei Schaden. Ja. Ich hätte nur mit einer Kreatur angreifen sollen. Ich glaube nicht, dass das großartig was ändert. Ne? Man kann ja gleich mal schauen, was, wenn wir sozusagen. Wenn wir ein Land gezogen hätten, hätten wir anstelle von Black. Ja. Naja. Go for the Throat sieht weiterhin nicht so stark aus. Candy Trail. Holy shit. Gegner packt die Technology aus. Und zweimal on top. Cutdown auch noch. Ist genauso guter Remove-Spell wie Go for the Throat. Charming Scoundrel, ja, okay. Charming Scoundrel ist. Looten wir doch nochmal. Cool. Ich meine, das wäre jetzt der Spot gewesen, wo wir All Will Be One hätten resolven können. Wenn wir es den gezogen hätten. Aber ich meine, wir haben auch nur zwei im Deck. Es ist halt. An sich die schwächste Karte. Ja, jede andere Karte macht halt noch was, aber All Will Be One ist halt wirklich einfach nur gut, wenn man in die Combo geht. Nächster Draw. Oh, was genau bedeutet, dass wir es hätten resolved, wenn ich nur mit einer Kreatur angegriffen hätte. Ja, mein Fehler. All Will Be One hätte auf dem Battlefield liegen können. Schön, wie man das dann so, wie man noch die Rub-Ins bekommt. Ja. Ach so, ja, stimmt. Der hat ja noch den. Also machen wir uns nichts vor. Der Gegner hat einen aktiven Celestus, er hat einen Candy Trail. Er ist noch auf 10 Leben.
Und ich habe einen Removal-Spell, der den 3-3er nicht killt. Ob ich jetzt diese 1-3-1-1-Kreatur auf dem Battlefield hätte oder nicht, macht, glaube ich, wenig Unterschied. Greift sogar an. Also hat hier alles sehr, sehr klar unter Kontrolle. Okay. So, Canceln ist eine Magic-Karte. Die kann er immerhin nicht countern. Können wir direkt reingehen. Aktuell verlieren wir das Race. Also, das spricht auch nicht dafür. Aber jetzt kommt ja sowieso was durch Memory Deluge. Mind Splice Apparatus. Okay. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist halt schon wirklich so full hard over control. Okay. Ja, ich denke auch der wird relativ klar nicht gewinnen, also nicht resolven. Ah, der darf resolven. Ja, jetzt hätten wir jetzt hätten wir theoretisch die Combo am Start. Ich weiß natürlich nicht, was unser Gegner auf der Hand hat, aber theoretisch hätten wir die Combo am Start. Also wenn der Gegner jetzt genau so blockt, dann müssten wir doch theoretisch einmal exilieren, oder? Ja, genau. Wenn er nicht geblockt hätte, hätten wir nicht die oberste Karte geexilt. Oh, es ist Invasion of Asgore. Tschüss. Ah, darf die resolven? Ich glaube nicht. Aber wäre witzig. Dann ziehen wir halt noch eine Karte. Gegner hat bestimmt noch einen Sunfall irgendwo in der Hand rumfliegen. Oder auch nicht. Okay. Erstmal wird Field of Ruin benutzt. Nee, Field of Ruin wird nicht benutzt. Memory Deluge in Response. Okay, hat hier noch theoretisch. Aber will sich das weiße Mana offen lassen und nicht das blaue für ein Counterspell? Okay. Man kann immer noch Sachen countern, kostet dann halt aber. Ja, okay. Resolved? Nee. Nice. Jetzt exilen wir bitte nicht All Will Be One, wenn es geht. Einfach ein Land. Nicht All Will Be One, aber Besiege ist quasi die zweitbeste Karte. Also ich glaube trotzdem, dass wir das Spiel eigentlich schon verloren haben. Aber ich spiele es einfach nochmal mit. Ja. Celestus, Gegner ist auf 15 Leben, hat 6 Handkarten, hat noch einen Memory Deluge. Spielt Otavaro aus, um die Landdrops nicht zu missen. Sunfall kostet nur noch 3 Mana. Memory Deluge kostet nur noch 5. Ist übrigens keine Combo. Also Mind Splice Apparatus und Memory Deluge. Na, du kannst nur so viele Karten tief gucken, wie du Mana dafür bezahlst. Oh, Farewell, das ist ja noch schlimmer. Ja, da gehe ich raus. Das könnten wir uns jetzt noch 20 Minuten lang angucken, bis unser Gegner eine Win Condition findet. Oder wir sparen uns das und machen noch 2-3 Matches und gucken, ob wir vielleicht irgendwann in die Combo gehen. Das ist auf jeden Fall eine Hand, mit der ich sehr gut arbeiten kann. Wahrscheinlich sogar mit die beste, die wir je hatten. Also sehr viel Early Interaction. Wenn wir Lands hitten, haben wir schon mal die Karte, von der wir nur 2 haben. Auch cool. Wir spielen jetzt, ja, ich hatte jetzt auch wirklich lange kein Mono-Rot mehr. Also ist schon auch gerechtfertigt. Felden, ja. Ein dicker Felden. Okay, ja. Was jetzt aber auch gut wäre, wäre tatsächlich ein dickes Land. Preferably ein rotes. Na, das sage ich auch gegen Mono-Rot schon nicht mit dem Tapland anfangen, ne? Bist schon behind einfach. Blazing Crescendo. Land. Attack für 7. Ich gehe auf 9. Monster's Rage. Mhm. 3-3 ist natürlich gut, ne? Vor allem mit Trample auch. Natürlich kein Land gehittet. Na, dann werde ich mal All Will Be One discarden.
Also ich bin virtuell schon auf 3 Leben. Okay. Bottom. Ja, ob ich auf. Ich meine, Lightning Strike killt mich, aber. Dude, the Renos. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Okay, ich werde alles davor schmeißen. So. 4. Wir sind wieder aus Lightning Strike Range raus. Spielst du Canceln aus? Achso, okay. Ja gut, damit ist Lethal, glaube ich, ne? Ist, glaube ich, egal was. Ja. Monster's Rage geht jetzt auf. Es sind 8, 9 Power Trample. Dann gehe ich auf negative 9. 3 sind 6, negative 2. Ja, Monorot ist auch immer noch ein Deck. Ja, das würde ich erstmal halten. Ich hoffe auch. Oh. Das sieht mit dem Fenster hier ganz schön gefährlich aus, Leute. Ah ja, gut, okay. Hand ist okay. Ich hätte. Man hätte vielleicht Haunted Ridge spielen müssen. Ich dachte mir, ich muss Cutdown offen lassen. Jetzt habe ich natürlich kein Play, Turn 2. Das sieht auch aus wie eine Convoke-Liste. Sundown Pass und Thrawn Portal. Spielt man doch eigentlich nur in Convoke, oder? Picnic Ruine. Interesting. Okay, ja, dann mal versuchen, den hier. Vielleicht kommt direkt ein Combat-Trick. Aber das wäre okay für mich. Okay. Lawrence Escape. Okay. Oh. Naja, ich muss eh ein Land hitten, also. Unser Mana ist echt nicht so gut, ne? Ich meine, wir haben 1000 Dual Lands. Aber zwei verschiedene Mana-Farben pünktlich zu ziehen, ist irgendwie nicht so. Ist nicht so drin, ne? Ah, jetzt wahrscheinlich noch Monster's Rage oder sowas. Ja. Wir spielen einfach gegen einen Boggles-Deck. Ja, der ist 6-4 Double Strike. Wenn ich jetzt kein Go for the Throat ziehe, bin ich einfach absolut Sternstaubo Turn 5. Na, selbst Shield Red reicht nicht. Der ist 5-5 Double Strike, das sind 10 Schaden. Ja gut, okay, ich könnte mit Shield Red jumpen. Ja, okay. Jump ich halt mit Shield Red. Ist ja ihr klassischer Auftrag. Überraschend, dass die Leute so in die Best of One Queue mitbringen. Das ist auch eine Deckliste, die ich noch nie gesehen habe. Picnic Ruiner into irgendwelche schlimmen Spells. Mhm. Aktuell sind es 10 Schaden. Aber dabei wird es sehr wahrscheinlich nicht bleiben, denke ich. Ja. Ich würde mal gucken, ob ich 5 nehmen muss oder ob ich doch noch irgendwie 200 Schaden extra bekomme durch irgendwelche anderen Combat-Tricks. Na gut, ich meine, mit Remove-Spells würde man ja sowieso auch nochmal mehr Schaden machen. Also wenn jetzt hier noch irgendwie zum Beispiel 5 Damage auf Shield Red kommen, kommen immer noch 10 durch, dank Trample. Hey, Ganjo, da kommen 9 durch. Das funktioniert leider. Ja, aber immerhin mal eine interessante Deckliste gesehen. So, jetzt wäre es auch mal schön, wieder Spiele zu gewinnen. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir einfach Lands hitten. So, das wäre ganz nice. Schon unwahrscheinlich, was hier passiert, aber gut, Mulligan. Besser. Wir haben die Combo auf der Hand. Ich lege einfach Shield Red weg. Fertig. Ich habe die Combo auf der Hand. Turn 2, Charming Scoundrel mit Treasure oder so. Oh. Also Best of One ist aber auch einfach so ein Gemetzel, ey. Die Leute spielen einfach nur diese Ultra-Aggro-Decks. Jedes Mal. Das ist echt eine Genugtuung, wirklich. Denen dabei zuzuschauen, wie die einen Zug 3 und Zug 4 vernichten, um möglichst wenig Magic zu spielen. Macht Spaß. Haha. Ja, nehme ich 2. Invasion of Asgore. Okay, mach mal
Ich mache auch mal einen Treasure. Könnte man überlegen, was man nächste Runde macht. Ob ich nächste Runde ob Nixilis lege, vielleicht. Vielleicht hält er ein bisschen was auf, aber vielleicht. Raging Battle Mouse, ja. Und was ist der nächste Play? Sieht nicht gut aus für uns. Ja, Regal Bunnycorn, Trigger, Raging Battle Mouse, Trigger, Life Gain, Trigger, diese. Das ist auch geil. Das Convoke Deck spielt auch Lunark Veteran nur. Weil Monorot so viel gespielt wird, glaube ich. Also ist, glaube ich, tatsächlich der einzige Grunt. Der einzige Grunt. So. Ich werde jetzt den Attack vom Regal Barnicorn überleben. Habe ich mir jetzt vorgenommen. Einfach machen. Das Regal Bunnycorn wird nicht groß. Nein, das bleibt jetzt relativ... Naja, gut, okay. Ich meine, ich kann theoretisch jumpen mit dem Charming Scoundrel. Wir brauchen allerdings noch ein fünftes Land. Ja, okay, gut. Aber das können wir alles machen. Das können wir alles gewährleisten. Ich bin dann noch auf 16. So, fünftes Land ist da. Invasion of Asgol. Hier. Wobei, fairerweise, ich brauche halt auch noch irgendwas, was dann das eine Damage-Gerät triggert, ne? Okay, das tut's dann damit zumindest, aber... Ja, der kann sich ja selber opfern. Oder? Ja. Wenn ich jetzt nicht sterbe. Eieiei, was macht Immodanes Recruiter denn? Wie viel Schaden? Ich block dann 6, dann nehme ich 3, 7. Oh, okay. Oh, nice. Ja. Okay, können wir im letzten Bonus-Game jetzt hier tatsächlich in die Combo gehen? Gehe ich in die Combo? Ja, okay. Gehe ich nicht in die Combo? Ich habe keine, habe ich tot? Nein. Oh Gott, wie viel Damage ist denn das? 6, 10, ich block den dicksten. 5, 8. Ja, das reicht doch. Schön. Easy. Ja, komm, hier, ich blocke einfach, bevor mir noch irgendwie ein Convoke-Trick den Arsch versohlt. Okay, huh, geschafft. Naja, so. Zack, boom, peng. Ah, okay, geschafft. Ich meine, wir brauchen gar nicht so viel, weil Obnixilis einfach sozusagen ja auch relativ schnell relativ groß wird. Okay, cool. Das ist ein sehr befriedigender Abschluss, dass das Einzug vor Tod vom Convoke-Deck passiert. Auch glücklicherweise nur, weil der Gegner auf zwei Ländern stehen geblieben ist. Also er hat schon sehr viel Business gemacht. Aber to be fair, das Deck muss auch nicht viel, viel mehr machen, als zwei Länder auf dem Battlefield haben. Ja, so funktioniert die Combo. Ganz entspannt. All will be one. Wir exilen halt. Wir haben noch ein paar Karten in der Library, also ist kein Problem. Gut, dass der Gegner nicht irgendwie 100 Life gegained hat oder so. Weil dann wäre es ein bisschen eng geworden, ehrlich gesagt. Aber so können wir ganz entspannt das Runde. Ja, ich muss sagen, Rakdos Midrange ist, glaube ich, einfach ein bisschen outdated, ne? Ich meine, die Domain-Listen sind alle super. Esper Midrange, Esper Legends ist super. Mono White ist gut aktuell. Golgari, es gibt einfach die Soldier-Listen. Es gibt so viel guten Schissel. Rakdos ist aufgrund der fehlenden Fable ein bisschen outdated. Aber ja, gut, ich meine, mit dem Combo-Piece kommt man vielleicht nochmal wieder ein bisschen näher dran. Der Gegner gibt auf. Zack, das war's dann auch. Ja, das war's auch für mich mit dem Video hier auf Nixilis Combo. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich am Ende die Combo zeigen konnte. Also, wenn ihr das cool gefunden habt, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zur Deckliste. Ansonsten kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Euer Solaris. Tschüss.